Zögerungsscheiße ist aber wenigstens live. Ja. Also der Stream ist wieder gestartet. Und diesmal mit unserem Mikrofon als Quelle. Ja, hau nochmal ordentlich den Sound hoch. Dann... Ja, das wird schon gut an. Es geht auf jeden Fall jetzt mal los. Ja, ja, für euch im TS ja, aber vom Stream halt ist die Frage. Moment, das ist dann auch voll laut. 8 von 36. Genau. Ja, 8 Zuschauer hat man das jetzt mal, glaube ich, auch so im Durchschnitt. Das ist ein ganz guter Wert für 1,5 Stunden Verzögerung, oder? Warum? Das war das alles. Genau, mit den Flachwitzen und so. Ja, genau. So, warte mal, was soll man machen? Ja, wir machen SCP lauter. 33. Kurz geguckt, ob mein Stream alles, mein Stream alles okay ist. Ja, mach mal. Aber müsste eigentlich. Nach unseren Berechnungen. Ja, ich weiß nicht, wollen wir eine Map spielen oder einfach random mal? Okay, der Stream ist wirklich sehr gut. Dann geht's mal los. Ja, ich hab alles Bild gesehen, man konnte eure Stimme und die Geräusche auch hören. Das ist gut. Das ist fantastisch sogar. Wunderbar. So, nach einer Stunde und 40 Minuten. Oh, mein Gott, ich wünschte, es hätte gar nicht so geklappt. Ja. Nächstes Mal blenden wir so einen Banner ein, der Livestream verzögert sich um die Bahn. Hab ich nicht da das Ding deaktiviert? Intro? Wir wollten eigentlich ohne Intro. Nee, du hast den Haken drin gelassen. Sieht man schon den Anfangsraum? Nein, noch nicht. Okay, dann ist es doch ein bisschen verzögert. Yes. Na gut. Habt ihr eine Verzögerung von circa... Jetzt habe ich das Leaflet. 5 Sekunden. Sag ihm Bescheid, wenn ich die das Dokument aufhebe. Ja, dann sind es ungefähr 10 Sekunden. Oh, naja. Oh, Alter. Ah, das ist ja noch ein bisschen zu laut. Nein, jetzt... Lass mich doch. Macht doch nichts kaputt. Der Stream läuft jetzt. Das ist eine dogmatische Konstitution, ja? Unumstößlich. Also machen wir jetzt immer Ustream, oder? Weil, ja, das nächste Mal probieren wir einfach nochmal das andere, aber... Justin, ey. Irgendwas passiert gerade. MAV oder was? Was ist denn jetzt los? Blue Screen! Das Spiel hängt! Ja, es läuft doch weiter. Ah, es geht weiter. Was denn, das hing gerade irgendwie. Ich hab schon gedacht, dass wieder Memory Access Violation kommt. Ja, geht gleich wieder weg. Probably be fine. Der Klassiker. Wir nutzen den immer Peanut Boy, ne? Peanut Boy, ja, hab ich mal irgendwo gelesen. Peanut Butter. Peanut Butter, richtig. Muss ich das verstehen? Kennst du das nicht? Nee. Ich weiß gerade aus dem Stegreif heraus auch nicht mehr, wo das herkommt. Direct Eye Contact. Ja? Ich geh mal weg. Vorher noch was passiert. Gut. Mein Hosenbein hat geflattert. Ah ja. Ich mache hier wieder alles mit, was ich krieg. Ey, das Spiel ist so scheiße laut. So, seid ihr noch da? Das ist schön. Ich möchte, dass wir heute zu diesem Automaten kommen. Ey, jetzt hängt es schon wieder. Was ist denn der Kack hier? Memory Access Violation, das gibt's doch nicht. Aber hey. Hier, wir haben doch so einen Fix bekommen. Da habe ich mir gleich mal gesaved. Ja, die Yuka, die hat mir so einen Bugfix irgendwie geschickt.
Ein Bugfix von Maggi, Bugfix. Okay. Ich installiere den jetzt einfach mal. Ja, mach das mal. Der soll diese Memory Access Violation Dinger angeblich fixen. Virus. Das wäre eine Verzögerung, das war mein Fuck, schreibt. Ja, wie installiere ich den Bugfix, Yuka? Da rein kopieren dann hier diese Exe starten, oder? Ist sie noch da? Ja, die ist größer. Ja, ist alles in Ordnung, entpacken und starten. Ja, du musst das starten, das ist ja größer als die Original-Exe. Starte die einfach. Ach so, okay. War das gerade eine Random Map? Ich hab grad nicht zugeguckt. Ja. Ah, okay. Das ist immer noch scheiße laut, ey. Das... Ah. Ach, weil das jetzt wieder auf voller Lautstärke war, deshalb. Ja, die sollen das hören, ne? Ja, die müssen auch noch die Ding hören. Meine ich. Neben dem Spielgeräusch. So. Ja, also die Spiellautstärke etwas weiter machen. Ja, siehst du? Ach, runter. Ja, habe ich jetzt gemacht. So. Nein. Ohne Intro. Ja, Start. Start. Meine Güte. Kann es jetzt losgehen? Es ist zum Mäusemelken. Ja, aber ich glaube dafür, den Livestream, den wiederholen wir sozusagen nochmal. Ja, im Januar oder so. Ja. Weil das kann man jetzt nicht mehr einen richtigen Livestream nennen, das ist einfach nur scheiße. Was? Was ist da los? Ja, das passiert manchmal, das ist mir schon mal passiert, als ich so Spaß halb ausprobieren wollte. Dass der Anfangsraum jetzt erst kommt. Demnächst. Oder gar nicht mehr kommt. Ja, aber das ist ja jetzt momentan noch irgendwie aufgebaut hier. Da ist er. So komisch. Ich weiß nicht, was der Entwickler damit gedacht hat. Wollte vielleicht wegen Abwechslung reinbringen. Ja, dass du denkst, oh Scheiße, wo bekomme ich jetzt meine Gasmaske und die Keycard her? Oh, was war das? Ich habe immer Schiss, dass das Viech da oben rauskommt. Aber ich will das nochmal auf Video haben, wie das passiert. Herr Junge, der ist da drin, oder? Ja, man hört ihn, aber man sieht ihn nicht. Doch. Ah, da ist er. Und gleich bin ich du drin. Weißt, der kann da durchjumpen. Ah! Jetzt ist er. Was? Ich brauche noch das... Ah, den habe ich, okay. Wunderbar. Ja, spielt ihr eigentlich auch oft SCP? Oder konsumiert ihr nur die Videos? Ich spiele manchmal. Ja, ich spiele auch manchmal, wenn ich langweilig habe. Ich bin letzte Zeit richtig in den Slender. Slender? Echt? Ja, Mann. Es gibt jetzt mittlerweile schon über 80 Erweiterungen, also neue Spiele und andere. Ach so. Ja, diese nachgemachten, die finde ich ziemlich schlecht eigentlich. Also es kommt qualitativ nicht ans originale Slender ran. Sowas wie Sanatorium und so meinst du, ne? Aber können wir theoretisch eigentlich mal spielen heute. Ja, so. Nach der Runde SCP spielt es eine Runde Slender. Hätte ich gesagt, oder nicht? Ja. Du musst es hier. Was? Ich könnte ja Sanatorium spielen, das ist einer der Erweiterungen. Ja, das kennen wir ja schon. Aber da haben wir kein Video dazu gemacht. Ja. Aber wenn du willst, okay. Können wir ja schnell mal laden. Gern mal machen. Kostet ja nix. Ich muss ja hier mal den 914 finden. Ja, wie passt denn das Bild von der Helligkeit her? Es ist dunkler als sonst, aber man kann es relativ gut sehen.
Ja, weil für wenn wir es auf YouTube holen, dann schieben wir die Helligkeit auch erstmal immer hoch. Ja, genau. Ja, wie die ganzen anderen YouTube-Videos halt auch. Ja, hier dunkel sind von daher. So, Tim hat gekraft, den neuen Port zu betreten. Ich lege den Schalter um. Jetzt. So, jetzt hast du gerade die Tür reingeworfen. Ja, Gitarre, Gasmaske. Das ist auch mies, wie das verzögert ist. Ja, wir haben echt eine harte Verzögerung. Jetzt hast du gekommen. Krass. Nein! Nein. Negativ. 1 zu 1 muss da machen, ne? Nein. Es ist doch im Prinzip das Geld. Ja, aber wenn du es dann am Ende durchspielst, dann steht dann da Used Console Commands. Genau. Ja. Und dann okay, hat es, auch wenn wir Gate B in dem Spiel, in dem Durchgang dann erreicht hätten, dann hätte das für uns keinen so großen Wert, wie wenn wir es ohne Console Commands geschafft hätten. Ja. Nenn uns gestört, aber so ist es mal. du hast den nicht ganz nach rechts gedreht, den Regler. Vielleicht ist es jetzt auch fein. Ja. Aber kennt ihr das auch, dass ihr die Lautstärke am Fernseher auf einen Wert stellt, der sich entweder durch 5 oder durch 2 teilen lässt? Ansonsten fühlt man sich unwohl. Kennt ihr das? Sie am Fernseher die Lautstärke. Die setzt ihr die auch immer auf einen Wert, der sich entweder durch 5 oder durch 2 teilen lässt? Ja. Ja, genau. Ja. Also zum Beispiel 43 würdest du nie machen, aber 42 oder 44. 45 wäre auch okay, weil das durch 5 teilbar ist. Ja, so ungefähr, ja. Aber 47 oder 49 gehe ich schon wieder gar nicht. Aber eine ungerade Zahl geht, 67, weil es dann... Ja, 67 von 100, weil das sind dann 2 Drittel. Das sind dann 2 Drittel. Ja, 67 ist okay. Neurotiker unter sich. Ich weiß jetzt gar nicht, was in TS abgeht, was die Leute da so schreiben. Das ist, ja, mach, das ist blöd. Wo ging's denn jetzt da hier in die Heavy Zone? Da glaube ich. Meinst du, du kannst das Fenster gerade mal dahin schieben? Kann ich, ja. Dann kann ich immer ein bisschen gucken. Wo ist es denn? Team Speak. Da ist es. Wow. Dann kannst du so ein bisschen mal vorlesen, was die Yuka so schreibt. Und der Alex B. ist ja auch noch da. Ja, wie spielt man? Immer eine gerade Anzahl an Wie spricht man den Namen Yuka eigentlich aus? So Yuka oder Yuka? Yuka. Yuka? Yuka, oder? Yuka. Oder Livio Storm. You Soldier Boy. You. Ja. So, wo ist denn jetzt die Heavy Zone? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ah, da ist die Heavy Zone. Das war ein neuer Sound, oder? Natürlich so, wie es da steht. Also, Yuka. Yuka. Yuka hat schon... Was? Hat schon mehrmals Slender durchgespielt. Scheiße, das haben wir noch kein einziges Mal geschaut. Ja, das Original ist Slender The 8 Pages. Das ist viel schwieriger, ja. Als das. Ja, steht The 8 Pages. Ja. Das haben wir auf Anhieb geschafft. Ja, die Beta von Slender Arrival, die habe ich auch immer wieder verkackt. Aber als die Vollversion draußen war, haben wir es beim ersten Mal dann geschafft, ne? Hm. Ja, es kann aber auch sein, dass es eben extra so getrimmt ist, dass du es schaffst, damit du eben im Spiel weiterkommst. Weil wenn du die Beta durchgespielt hättest, dann wäre dann nachher nichts mehr gekommen. So, und da geht's zurück, ne? Hätten wir uns jetzt sparen können, ne? Oder wie, oder was?
Ey, Multitasking ist voll schwer, Mann. Luca schreibt, ich hoffe, ihr findet 294. Das ist der Automat, oder? Ja, richtig. Ja, das hoffe ich auch, weil dann können wir mal alles Mögliche eingeben, was ihr schreibt. Ja, na, oder Juka, sagt. Juka, du hast uns doch mal so eine Liste geschickt mit den ganzen Sachen, die wir probieren sollen. Ah, genau, eine war voll schön. Live? Ja, genau. Ja, wir haben die Liste auf jeden Fall. So, wo gehen wir lang? Entscheidet ihr das mal? Entweder zu 682 oder... Ah, da ist die Glocke. Die Glocke, Junge. Ja. Okay, es ist entschieden. Was geht jetzt hier? Leute, die Glocke. Ach ja, auf der Seite von der Glocke, auf der Wiki-Seite, da steht irgendwie, dass diese Halluzination von dieser Gestalt, dass die regelmäßig in 15 Minuten Abständen kommen. Na gut, dann... Irgendwie. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt ins Spiel mit eingebracht ist, aber es könnte eigentlich hinkommen. Weil so oft sehen wir den ja nicht. So, was haben wir jetzt hier? Apropos, ihr habt eben gesagt, wohin zu 682 oder zu der Glocke, oder? Ja. Der Mann, dieser Raum, ist mit dem seine Zelle. Ja. Ich habe ja die Zelle damit gemeint. Aber das wird es wieder interessanter durchzukommen. Das letzte Mal habe ich den ja auch überhaupt nicht angeguckt. Wir sind jetzt übrigens bei SCP 096. Ja. Wow. Das letzte Mal, als wir da drin waren, haben wir den ja echt nicht angeguckt. Ich hatte nur auf den Boden geschaut und da war der trotzdem hinter uns her. Ich freue mich. Ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen. Aber ich bin jetzt, warum das jetzt passiert. Wow. Ich glaube, jetzt ist schon wieder vorbei. Der geht schon ab, Junge. Hörst du's? Lauf, Mann, lauf! Der geht schon ab. Aber das lieb ich voll, so vor dem Mac zu rennen. Fuck. Aufzug, Junge! Ja, der kommt da nicht. Nee, der kommt dann von irgendwo anders. No. Ist es jetzt mein Hens oder der andere? Keine Ahnung, Mann. Der andere, glaube ich. Ja, wir sind jetzt den Aufzug runtergefahren. Ja, wir sind ganz am Anfang durch den durchgelaufen. Nein! In der Pocket der Menschen, krass. Ja. Das wäre krank, wenn der jetzt aus dem Aufzug gekommen wäre. Nee. Das hatten wir ja schon mal gesehen. Der war hinter uns her, wir sind dann geflüchtet. Und dann waren wir in dieser Bürozone. Und auf einmal kam der dann... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Mann. Ich bin kurz mal vom Stuhl geflogen. Ich glaube, das war jetzt nicht gut, dass ich so geschrien habe, ey. Ja. Ey, ich war die letzten paar Tage so scheiße heiser. Und heute geht's eigentlich gerade wieder und ich glaube, das war jetzt nicht gut, dass ich so geschrien habe. Ach, YOLO. Die Fresse. Sommer? Ja. Ja, aber du hast uns doch ein Update geschickt. Das muss ich hier erst so, mal... Ja. Da hast du mir gar nichts gesagt. Doch, das habe ich im letzten Gameplay habe ich das schon erwähnt. Aber also haben wir das jetzt recorded? Ich hoffe, das ist recorded, Mann. New Stream. Ja, ich weiß, das ist ja so geil, ja. Das will ich dann nochmal sehen. Ich habe gerade dann so gehackt, da war ich plötzlich als Blitz einfach hoch.
Also, ich sag mal so. Es gibt ja zwei Wege. Einmal zu gehen A und geht B. Und damit ihr sich schwer habt, müsst ihr einfach geradeaus gehen, denn sehr viel zu gehen geht. Was? Es gibt drei Wege, links, Mitte, rechts, und wir sollen die Mitte nehmen. Genau, denn der ist der Weg zu gehen. Ja, und die anderen brauchen wir gar nicht. Gibt es dort alles schon, was dafür notwendig ist? Also sprich Keycards, 914 und... Ich guck kurz, ich bin gerade dabei, ich glaube schon. Call of Duty Player Sing Wrecking Ball. Also, Posteingang. Keycards gibt es. Die 914 gibt es auch. Und den 072 brauchen wir. Ne, nicht 072? 072 ist der PC. Der Computer, ja. Double Penetration 2.0. Alter, ich merke schon, dass ich jetzt wieder mehr heißer werde als vorher. Das war jetzt echt nicht gut, dass ich gespielt habe. Aber ich glaube, mein Schreiter klang ziemlich lustig. Wenn du heißer bist und dann trotzdem mit voller Anstrengung schreist. Allerdings gibt es auf dem GC-Weg kein 3.0.5, also diese Aufrat. Na gut. Ja, ist egal. Nicht so schlimm. Ich könnte ihn auch einbauen, den jetzt nennen, aber egal. Also es gibt nur das eine Gate B, ne? Der Alex B, der hat kein Gate B bei seinem Weg eingebaut. Doch, das ist der Weg von Alex B. Achso. Und du hast kein Gate B gemacht, du hast nur Gate A gemacht. Ja, genau. Und der dritte Weg, das ist der einfach nur im Kreis geht, ne? Nee, das ist ein Weg geradeaus, wo immer diese Bewegung in der Halle gibt. Boah, wie war denn das? Ein Weg sind wir noch gelaufen, dann sind wir dann wieder am Anfang rausgekommen oder kurz davor. Das war dann so eine genau. Schleife. Keine Ahnung, Start ist auf jeden Fall. Ja. Double Penetration, Moment. Niemand will deinen Desktop sehen. Muss ich einfügen. Mac Creator, Max. Dein Desktop ist geil. Dankeschön. Er hört mich voll an. Bist du schon gekommen? Jetzt wird's anders, Alter. Haltet mal eure Klappe. Nee, aber so sowas finde ich schon wieder hier niveaulos eigentlich. Also für mich wäre das ja, nichts. Kommen, Desktop-Bilder, ich weiß zu helfen. Oh je, yeah. Oh Gott. What? Juka, ja. Wie alt bist du, 14, gell? Nee, die Juka meine ich. Juka. Ja. Aber die jetzt faustig hinter den Ohren, ey. Ey, der Alex B schreibt, bald kommt V09. Wo hast du deine Infos eigentlich hier, Mann? Ja, aus dem Forum bestimmt, ach oder? Ach so. Denke ich mal. Ich wette, er ist mit derjenige, der das programmiert. Wahrscheinlich, ja. es ist derjenige, der das programmiert. Ja. Ein Mann-Studio. Ja, willst du die spielen? Ja, ja. Dann spiel du. Oh ja. Oh ja. 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 Eine Frage, kennt ihr eigentlich den Schweizer Porno-Synchronsprecher? Den was? Den Schweizer Porno-Synchronsprecher. Nee. Nein, ich schreib einfach mal bei Google. Ja, nachher. Aber nicht im Livestream. Besser nicht. Alter, der Stuhl ist scheiße unbequem, Junge. Und deiner ist voll warm, ey. Warum? Ekelhaft. Warum ist der warm? Weil du einen heißen Arsch hast. Geil. Das musst du in den Livestream. Du weißt schon, dass wir den Livestream hinterher auf YouTube hochladen. Was? Das hat er nämlich schon mal off-cam gesagt. Ich glaube, da waren wir gerade zwischen zwei Gameplays, so wir haben das erste aufgenommen, dann wollten wir noch ein zweites aufnehmen und zwischendrin haben wir nicht aufgenommen. Und dann haben wir eben Stühle gewechselt und dann hat er gesagt, dass ich einen heißen Arsch habe. Und das habe ich dann natürlich gefeiert. Aber damals war es nicht doppeldeutig gemeint. Stimmt, es war auf meinen Arsch bezogen. Also, war nur auf den Arsch bezogen. Oh Mann. Ja, nur auf den Arsch. Dass du ihn heiß fandest. Also es geht los. Wenn wir Old Man eingehen, dann kommt 1.06, oder? Was? 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 Was?
What the fuck? Der Bastard hat aufgemacht. Ich hab da die Liste, die uns Yuka geschickt hat, habe ich mir hier rausgezogen. Ach ja, wo wir gerade dabei sind. Ich hab gestern herausgefunden, wozu diese Joints eigentlich gut sind. Ja, tatsächlich. Da seht ihr das. Da. Das hat Yuka geschrieben. Wo ist es, wo das Bild verschwommen ist? Ja. Krank. Ja, wobei es ist ja nicht wirklich verschwommen, sondern man läuft so schief irgendwie und man sieht scharf, finde ich. Ja, wahrscheinlich geht's dann wieder. Kann man dann wieder gerade laufen? Wow! Hast du den Navigator? Ja, zweimal, scheiße. Ich meine jetzt den 4206. Ich finde, das Spiel ist immer noch zu laut im Gegensatz zum TS. Ach ja, jetzt spiele ich aber. Jetzt bin ich immer gerade ausgelaufen jetzt. Da Gamer, du bist unser Navigator. Ah ja, hab schon. Du musst uns führen. Führen? Ja. Du unser Führer bist du. Das sollte ich doch jetzt eben sagen, oder? Das war deine Intention, gibst du. Vielleicht. Oh, hab das vergessen. Naja. Wir erheben mal lieber das normale auf. Ja. Achso, für die Strange Bottle. Bitte was? Sind wir gerade bei 940? Ja. Ja, richtig. Und wir haben eine Mastercard. Drei! Drei Mastercards. Drei Mastercard, Junge. Man kann sich überhaupt irgendwas. Mittlerweile sind jetzt nur Rollzuschauer. Geil. Wow. Das ist einer mehr als beim letzten Livestream. Oh mein Gott. Das ist fantastisch. Das Event ganz Deutschland schaut zu. Ja, was geht eigentlich bei den... Obwohl, Kommentare gibt es bei Ustream, glaube ich, nicht, oder? It's awesome! Ja, das ist es. Du hast immer noch keine, oder? Ja, ich habe erstmal auf 1:1 machen müssen. Ja. Ah, lol. Ah, genau, der neue Zuschauer, der ist mein Freund. Ich grüße dich schon mal jetzt mal. Hallo. Ja, kann man bei Ustream Kommentare posten? Natürlich kann es hier durch, aber durch Facebook. Ja, aber nicht als Tab. Ja, ja. Nur ein Comment. Aber sonst gibt es eigentlich nichts. Ja, dann ist das andere schon besser. Das Justin. Wenn es denn mal läuft. So eine 10 Sekunden Verzögerung. Ja gut, Verzögerung haben wir glaube ich immer, aber... Ach, Menno! Das ist richtig. Ja, hast du beim letzten Mal auch zugeguckt? Ja gut, aber da warst du nicht bei im TS dabei, das war nur mit der Gamer dann. Dann warst du ja im Prinzip ja, nicht. Der letzte Schlag, ja, da warst du ja nicht, wie die Verzögerung da war. Ich habe übrigens, oh scheiße, wieder drei bekommen. Heute klappt halt auch gar nichts, ne? Heute ist echt scheiße. Ja, das sagten viele, wenn ich dabei bin. Jetzt geht gar nichts mehr. Pause nochmal neu. Nummer 1:1. Du musst mal ein bisschen die Ding lesen, was wir so vorlesen. Geheilt in Gänsefüßchen geschehen. Ist mein Mikro eigentlich noch besser? Besser? Ja. Ja, schon längere Zeit eigentlich. Ist ein bisschen lauter so
Also ja, nicht ganz so gut wie Mückenkommando, aber... Ja, also mein altes Headset ist kaputt und dann habe ich mein altes Headset, aber ich habe das Laufwerk gesetzt, dass man mit das hören kann. Ach, egal, ich jetzt einfach. Also Mückenkommando, dich höre ich ziemlich gut. Junge, was ist da los? Das dritte Mal nur Mastercards. Du hast good quality. Das Team hat euch. Gute. An meinem Wackelkontakt, wenn ich jetzt einen Zentimeter mein Mikro runter machen würde, würde es sofort knack machen und man könnte überhaupt nichts mehr machen. Aber solange es geht, ist es gute Qualität. Dann nicht bewegen. Nee, um Gottes Willen. Nicht atmen. Ich versuche schon die ganze Zeit zu jonglieren. Du müsstest parallel dazu einen Livestream machen, wie du den Livestream guckst. Damit wir wissen, wie du dabei ausschaust. Du hast jetzt die, Nee, nee. Das wäre doch eigentlich was, geht es? Ich probiere das mit Fein, weil ich jetzt dreimal Mastercard bekomme. Pass mal auf. Versuch einfach die ganze Wi-Fi. Geht es, dass wir einen Livestream machen und ihr filmt euch dabei parallel dazu und macht einen Livestream dazu und das Bild von euer Livestream blinkt mir bei unserem Livestream ein. Boah, ey. Das ist cool, das ist okay. Ich hab das wäre die Livestream-Section, Junge. Playing Card, oh. Aber das, da hätte ihr übelstes Delay. Was macht man? Ich habe eine Mastercard, eine Playing Card, eine Level 3 Card. Aber dann könntet ihr eurem eigenen Livestream zusehen, wie ihr einen Livestream seht. Ja, wiederum ein Livestream, der ein Livestream ist. Das klingt jetzt ungefähr genauso verwirrend wie diese unendlichen Bilder von jedem. Sag mal, ja, du Experte. Level 3, weiß nicht. Ich habe jetzt mit Verifine habe ich dreimal Mastercards bekommen. Dreimal drei. Hau die beiden nochmal mit 1 zu 1, 2 sicherheitshalber. Die Level 3 würde ich erstmal so behalten. Du brauchst halt die Level 5 oder her. Ja, das weiß ich. Das ist es, was mich... Was? Livestream? Ja, Kutua. Reception, ja. Oh man. Arbeiten uns jetzt mit Fein nach vorne. Versteht sich in den Folgen was auch immer, was ihr da unten gehabt habt? Ja, keine Ahnung, ey. Ich hab vor allem drei. Da muss doch einer dabei sein, ey. Jetzt haben wir zwei Level 3 Karten. Dann kannst du eine davon eine zweite machen. Auf Fine oder Very Fine? Oder? Fine. Mal Very Fine so. Very Fine, kommt. Wir haben noch eine, die kannst du dann nur Fine machen. Und wenn sie versammelt ist, dann machen wir von vorne nochmal. Bleibt uns nichts anderes übrig. Das ist der schlechteste Livestream, den es gibt. Ja. Aber einer der letzten. Ja. Ihr dürft raten, was in dem Output lag. Ja, wenn es ein positives Ergebnis wäre, dann hätten wir, glaube ich, schon in irgendeiner Form gejubelt. Wow, ich höre Schritte. Ja, das war kein Schritt, aber einfach ein Wuff. Ein Rums. Ein Schritt. Ich wollte doch irgendwas sagen, ich fällt gerade nicht rein. Nicht bumsen. Wir wollen nicht bumsen, dass die Lampen von der Decke fallen. Was? Das ist ein TV Total Nippel. Ah, okay, die kenn ich den an. Von irgend so einer, weiß nicht, es war so schwarz-weiß, es sah aus wie so eine Hitler-Schule irgendwie. Und da hat der Betreuer eben zu den kleinen Kindern im Sportunterricht gesagt, nicht bumsen, wir wollen nicht bumsen, dass die Lampen von der Decke fallen. Lecker. Und es waren halt so, keine Ahnung, 8-jährige Kinder oder so. Alter. Schon. Knopf eingefunden, der liegt an der Wand. Ja, genau. Muss drücken. Alter, da geht was auf. Jetzt irgendeine Tür auf, ja. Ja, die Wand. Ja. In der Wand die Tür. Gate C. Das ist Gleis 9¾, du musst durch die Wand. 9¾. Alter. Also geh mal raus. Hab keinen Bock mehr. Was hast du jetzt überhaupt? Eine Level 3 Karte. Na Mensch, lang schon läuft die. Ich glaube in der Level 3 Karte kommen wir zu 106 rein. Ist es überhaupt in dem Weg dabei? Ich guck mal. Weil bei 106 ist eine Level 4 Karte drin. Mit der Level 4 Karte
kommen hier, glaube ich, in dieses Büro, wo eine Level 5 Karte drin ist. Wo auch das SCP J drin ist. Genau, ich glaube, das müsste sein. Aber ich weiß, ob der Weg auch damit dabei ist. Ja, ich würde gerade sagen, ist überhaupt dabei. Man kann dich fein von der Level 3 nicht auf eine Level 4 kommen. Ja, das haben sie auch ausgepackt. Yep, der Jay ist mit dabei. Leute, soll ich nochmal probieren? Ja, 106? 106 nicht. Ja, dann denkt sich, du brauchst noch eine Karte. Mach jetzt gescheit. Ja, Vorsicht, wenn du zu lang drin bleibst, kommt 106. Ja. Da kommt er schon, hast du es? Das sind Schritte. Das ist ja, der kommt aus dem Boden. Aus dem Boden. Ich weiß nicht, aber ich glaube, auf euch lacht dein Fluch. Ja, Eihot ist irgendwie nicht so gut. Er muss den Spieler erst finden, natürlich. Ja, und das ist eine riesen Map, ne? Da braucht er lange, um zu finden. Das ist unser Vorteil. So, das kommt auf an, wo er war. Ja, in seinem Gehege startet er wahrscheinlich. Erstmal mit der, oder? In seinem Terrarium. Einmal fein und dann einmal very fein. In seinem Aquarium. Let's do this! Ja, quasi. Ja, die arme Sau, die immer in dem Ding drin ja. liegt und den anlocken muss. Ihr denkt immer noch nicht nach, eine Level 5 Karte zu cheaten. Ja, müssen wir echt drüber nachdenken, weil das kann man jetzt nicht noch... Also ich bin auch immer dagegen. Wenn es jetzt nicht klappt, machen wir das. Was passiert eigentlich, wenn man das Spiel genau so spielt, wie das Spiel von uns ist? Was? Man hat eigentlich immer so eine Liste mit Sachen, die man machen sollte. Was muss ich denn gerade? Ja, wenn du es durchspielst, kommt halt so eine Liste von Achievements und da steht halt dann Used Console Commands. Ja, ganz oben. Wenn du... Oder wenn das Achievement ist Used No Console Commands. Ja, eben. Also, und was ist, wenn man alle Achievements bekommt? Ja, keine Ahnung, Mann. Weiß nicht, dann bekommst du vielleicht einen Developer-Status und hast Zugang zu den neuesten SCP-Betas. Vielleicht weiß der Alex B., was da passiert. Hey, ist er noch da? Genau, Alex? Bist du noch da? Einer oben. Ja, dann alles. F3, ich mach das jetzt. Ja. Was muss man da eingeben? Spawn Omnicard, oder? Oder sowas ähnliches. Spawn-Item? Spawn-Item? Leerzeichen. Nee, Spawn-Item zusammen, oder? Ja, Spawn-Item zusammen, dann ein Leerzeichen. Stop Omnicard. YOLO. Mach SCP-J. Nee, Omnicard. Zusammen Omnicard? Ja. Item not found. Aber der Befehl heißt, glaube ich, nur Spawn, oder? Ah, nein, genau. Spawn-Item, C-Card, Omni. K-Card Omni spawned. Okay, jetzt habt ihr es in der Tor, Boah, wir sind voll die Cheater. Du bist der Cheater. Ich kann sowas nicht gutheißen. Das muss ich an der Stelle jetzt nochmal erwähnen, okay? Ich bin ein echter Gangster, ich use ja, Console Command. Das ist aber trotzdem nicht dasselbe. Ja, weil die ja dann auch schießen. Wir spawnen mal den Automaten, oder? Der fällt dann von oben auf uns runter. Ja, wo muss ich jetzt lang? Warte einen Moment, ich guck hier das Bild. Rechts oder links, du kannst dich entscheiden. Da geh ich links. Sag mal, warum ist gerade die ganze Uni die ganze Zeit im Bild 1? Weil es dem Fred Spaß gemacht hat. Oh, ja, 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 ja. Du denn des Wahnsinns. Ich bin da voll dagegen gelaufen, aber er hat nichts gemacht. Wenn du nicht blinzelst, passiert nichts, ne? Bitte? Guck dir es aus, blinzel das nächste Mal. Boah. Kennt jemand von euch die Seite Program? Yes. Da werden so assi Bilder gepostet. Und ja, jedenfalls gestern hat einer einen Screenshot von einem Livestream gepostet von einem Lukas2511. Der nennt sich so. Und ja, das ist halt auch so ein YouTuber, sage ich jetzt mal.
Das sind ja der wahrscheinlich so um die 100 Abonnenten, denke ich mal. Und der zockt ab und zu Minecraft und COD und sowas. Jedenfalls hat er einen Livestream gemacht, einer hat einen Screenshot davon auf die Seite gepostet. Und dadurch hat er dann 500 Viewer dann bekommen, hat sich voll gefreut, aber das meiste, das waren halt echt Hater, die dann so Hakenkreuz in die Kommentare geschrieben haben. Oh oh. Und dass er sich ausziehen soll, das Ganze ist halt echt voll eskaliert. Und das Ganze ging dann so aus, dass er halt vor der Kamera dann getanzt hat und Weihnachtslieder gesungen hat. What the fuck? Der Kerl ist halt 15, ne? Und das Beste war aber, als dann seine dicke Mutter im Hintergrund dann reingekommen ist. Hey, Leute. Okay. SCP-106 ist hinter uns her. Ja, den kannst du abhängen. Ist ja nicht schlimm. Er wird doch spielen. Ja, aber ich hab das da. Nee, ist nicht schlimm, ich muss nur mal fast weinen. So, ja, dann geht's doch. Und der hieß Lukas Heil. Müssen wir mal bei YouTube eingeben. Lukas2511. Da hat bestimmt einer den Livestream irgendwie so ein bisschen aufgenommen. Der kommt halt da durch die Wand jetzt. Das ist ja schon klar. Und du stirbst. 2-2-1. Das habe ich schon atmen gehört. Was geht denn? Da ist der andere drin. Alter du, hast so ein Pech. Okay, ich glaube, wir haben den abgehängt. Habt ihr den Checkpoint schon erreicht? Nein, Alter, was machst du? Oh, ich bin ein verdammter Überlebenskünstler. Ja, ja, immer gemein werden hier. Ja, was ist denn da jetzt rechts? Hallo? Guckst du vielleicht mal? Dieser Raum mit dem Aufzug, oder? Ja, da war ich vorhin schon, da bin ich geflüchtet. Wow, da ist er nämlich gespawnt. Ist er hier der Fleck? Dann ist er zweimal in der Raum. Der ist nämlich hier gespawnt. Ja, geh mal einfach mal. Ja, kann man den Aufzug jetzt benutzen? Der funktioniert nicht, oder? Nee, geht nicht. Ist locked. Nee, geht nicht. Oh. Das ist wahrscheinlich ein Testroom oder so. What the fuck? So. Wir haben Gate A geschafft, legit, ohne Console Commands. Schon oft, Gate A ist so einfach, aber Gate B... Ja, Gate B ist immer cooler. Ja, mittlerweile, wenn wir Gate A finden, dann drehen wir ja um. Weil wir Gate A schon kennen. Und irgendwer hat doch geschrieben, dass es ein neues Gate A Ending gibt. Und dann haben wir dann Gate A nochmal gespielt und es war gar nichts neu. Hey, guck mal da. Jetzt bin ich an der Schleuse zur Light Containment Zone. Entschuldigung. Ah, okay. Bloß nicht nach links gehen. Also bei der ersten Kreuzung danach meinst du? Geh mal nach links. Also die Kreuzung, nicht nach links gehen, denn der Weg geht da. Und gerade auch. Ja. Ich geh mal gerade aus. Was ist rechts? Das kann ich nicht sagen. Nicht der Aufzug. Okay, dann geh da hin. Geh mal gerade aus. Aber wenn man geradeaus geht, kommen wir gleich in die nächste Zone, ist das okay? Eigentlich schon, oder? Weil wieder heavy. Kann man da dann schon Heavy Containment? Nee. Ja, dann seid ihr in der Endzone. Okay. Wir sind nicht mehr alleine. Ne? Bist du des Wahnsinns? Weißt du, dass der jumpen kann? Das müssen wir ausmachen, ne? Ja. Hoffentlich ist das Event drin. Ja, hast du das Event eigentlich in dem Electrical Room aktiviert jetzt? Ja. Gott sei Dank. Ja. Hey du musst Door Control. Was? Oh, wir haben das Tesla Gate gemacht. Deaktiviert, okay. Echt? Tesla Gate, das ist in deiner Nähe, Junge. Da warst du doch. Oh ne. Tschüss. Was, wer ist gegangen? Achso, der Alex B. Doctor Rooms. What? What the fuck? Das haben wir schon mal.
Da ist in dem Doctor Room ist die Pocket Dimension irgendwie. Ja, das ist Dr. L. Dr. L ist übrigens Dr. Larry. Ich komm nicht mit der Omnic. Alter, Dr. L ist Dr. Larry. Radical Larry, Dr. Larry und so. Krass. Alter, ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Okay. Von da kommt er, glaub ich. Duf, duf, duf. Wir sind nah dran, ja? Das Tester geht ist aus, glaube ich, oder? Schau mal hoch, wenn es rot blinkt, ist aus. Ja. Nee, ist aus, ja. Wenn es rot blinken würde, dann wäre es an. Dr. Larry, how obvious. Wo müssen wir... Ja, aber 294 ist nicht auf diesem Weg dabei, den wir jetzt gegangen sind. Genau. Tut mir leid, Juka. Im nächsten normalen Gameplay-Video wieder, vielleicht. Wenn wir so weit kommen. Ja, ich glaube, wir müssen, wenn wir mal wieder eine Chance haben, das durchzuspielen, müssen wir mal wieder ein paar Random Maps spielen. Was ist das? Gate B. Oh nein, dann sind wir falsch. Dann müssen wir uns merken. Ah, ihr seid gerade bei Gate B? Ja. Wir brauchen noch 072. Ich bin jetzt schon langsam halt weg auf die Seite. Oh, noch ein Pfeffer geht nicht. Ich frag mich, wenn das jetzt gerade mein Pfeffer. Ja. Na, kannst du uns mal ein bisschen zu SCP 072 lotsen? Darf ich den Serverraum vielleicht? Wo seid ihr denn gerade? Ja, geh mal durch. Der ist ja nicht da schon. Ja, kannst auch mal durchgehen. Warte schon bei der Halle, wo Dr. G.S. Maynard und Hart ist? Da ja. Sind wir jetzt gerade durchgegangen, jetzt sind wir in diesem Serverraum. Jetzt sind wir zurück, weil danach kommt ja schon bald der Gate B. Davor... Ja, also nur ich hab hier nur gesprochen. Nee. Muss man da so eine Treppe runter in diesem Serverraum? Nee, da sind schon wieder diese Doctors. Hey, die Doctor Rooms sind ja zweimal da. Ja, aber da ist kein Dr. L dabei. Und WC? WC? Ah, bei WC, ne? Ja. Ja, Dr. Room, dann WC. Lauf einfach geradeaus. Dann kommt die 00. Wow. Wow, der hat ihn contained! Der hat ihn contained. Ja. Ja. Ah, dann ist er hier in der Nähe, aber. Boah, da ist er, scheiße, Nighthead Fox. Oh, auf. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich kann nicht. Ich muss an dem vorbei. Junge, da ist Nine-Tailed Fox im Front of Us. Guck mal, wir machen Livestream. Jetzt ist er weg. Oh, Katze. Ich bin bei dem Computer. Bist du jetzt bei 070? Ja. Hey, da. Oh, jetzt komm. Und jetzt kommt, ich hab den Weg vergessen. Ja. I need your help. And you need my help. Genau. Microsoft, damn. Wow. Für der Boss. Der Typ ist ein sehr guter Freund von... And I need your help. You have to save the remote board control system. Now, I am unable to operate the board. What? This thing has significant one harder for each stage of the board control system. If you want out the fear, go back to the electric door and put the track on. Until then, I have no business speaking to you. Geil. Ja. Jetzt müssen wir zu dem Electrical zurück. Wenn jetzt natürlich der blöde... ich glaube, ich find's. Okay. Ah, bei Letzte war gerade dieser 327, der Gamma. Ja. Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Ja, der kann man ganz kurz. Ich war auf die Katze fixiert.
glaube, ich finde ihn. Ich habe den Ninetales Fox gesehen, wo du mit deiner Katze gespielt hast. Aber dann bin ich zurück und dann wieder vor und dann war er weg. Das heißt, er kann vielleicht überall sein. Zum Beispiel da um die Ecke. Ah, da kann ich ihn abhängen. Irgendwie, wenn ich selber durchblicke. Ah, da eine Ente. Ente. Eine weiße Ente. Siehst du es gleich. Noch 5 Sekunden. Ich habe immer so eine lange Leitung. Noch ein Netz. Oh, was war das? Wo seid ihr? Boah, ist er wieder an? Ich bin gerade auch durchgelaufen. What the fuck war das gerade? Oh, du bist tot. Ey, so knapp. Du bist aber gerade auch durchgelaufen. Ja, gell? Deswegen hab ich mir nichts dabei gedacht und bin nochmal zurück. Vielleicht hattest du einen Lurk. Oh, war so knapp. Ja, beim nächsten Mal wieder ohne Cheaten. Glück gehabt. Da, lauf mal ein bisschen vor der Kamera rum. Juka beleidigt mich. Was dagegen? Ich dachte, die haben sie ausgeschaltet erstmal. Ja, sonst können die ja nicht durchlaufen. Ja, schalten die alle, also wenn sie einmal ausschalten, global aus? Oder nur ein Tester gilt? Nur für ein Tester gilt. Der stand so am Schalter und hat sich einen Witz draus gemacht. Ich dachte, das ist einfach mal, ja, dann schalte ich den mal einfach an. Ja. Mal gucken, was passiert. Tja. Slender. Slender. Soll ich spielen? Ich will spielen. Ja, dann spielen. Oh ja, Slender. Welches? Sollen wir das Sanatorium mal laden? Ich könnte ja spielen und nebenbei runterladen. Was? Ich könnte ja Slender spielen. Ja, so lange lädt es. Na, so lange lädt es ja nicht. Wie viel ist es? 30 Megabyte? 150. Ah, bitte. Genau, ich 100. Ich geh mal kurz. 100,0. 100. Ich bin gleich wieder reinholen. Das ist als temporäre Datei im RAM gespeichert. Ja, nein, nicht im RAM, im temporären Ordner. Noch schlimmer, das ist auf der SSD. Unnötige Schreibzyklen. So, fertig. Upsa. Ja, ich pack's halt gleich in den Ordner. So. Wo willst du denn hin haben? Auf D. Games. Horror. Games. Krieg halt. Horror. Slender Sanatorium. Wirkst es an. Slender Mod hätten wir noch. Nein. Was geht denn bei euch schon wieder ab, hä? Die dissen sich übelst. Übelst. Ihr sollt euch lieb haben. Wie alt bist du, Mückenkommando? Ich bin 19. 19 und 14? Naja. wart mal lieber noch ein bisschen. Du bist ein Assi. Ich dachte, das ist so ganz schlecht bei dir. Zumindest bis du 16 ist. Nee, das ist ein bisschen voller Stein. Lesbisch, mit 14 schon. In ihrem Alter ganz schlau. Achso, ja, stimmt. Ja, Slender. Um mal wieder das Thema zu wechseln. Ja, aber die meisten, die werden sich ja eigentlich erst später darüber bewusst, oder? Also so mit 14 probiert man dann noch einiges aus, meine ich. Da probiert man alles durch, ja genau. Nicht sehen. Hast du das auch gemacht? Mit 14, ja, ja. Also. Mit 14 heute noch. Oh Gott. Hey, die Cam ist weg. Oh nein. Was soll denn das? Das ist schon wieder der Sender-Laptop. Ja, ja.
Ihr hättet vorhin mal sehen müssen, wir haben ein iPad, um unser Gesicht zu filmen und ein iPhone, um den Ton aufzunehmen. Alter, was geht denn da ab? Mach mal die Lautstärke hier. Ah, das geht immer gar nicht. Halt, hab. Ah, ich wollte jetzt überspringen. Ja, du brauchst die anderen, du musst aber aktiv sein, wenn du... Ich kann euch direkt zur ersten Seite gehen, wenn ihr wollt. Wollt ihr? Nee, nee. Wir wollen ja ein bisschen nur das Spiel erkunden. Okay. Es ist jetzt kurz mal wegen laut. Ja, schon. Ach so, Entschuldigung. Sag doch was, dass die Kamera falsch rum ist. Ja, Gott, was ist denn da los schon mal? Die Maus, die ist fixiert im Game, glaube ich. Wenn du es da leiser machst, geht. Achso, dann ist sie. Ja, dann ist ja alles leiser, aber das Spiel soll. Ich komme dann nämlich nicht auf Desktop schon. Du kannst da mit den Lautstärke-Tasten machen, ne? Welche Lautstärke-Tasten? Achso. Hey, deine Tastatur hat... Oh, jetzt funktioniert's nicht mehr. Das ist ein Scheiß. Ja, okay, warte, Moment, wenn wir dann... so, auf 20 mal. Wo ne, das ist man... Oder? Dann ist die Gesamt ist wieder ganz oben. Ja, kacke. Reicht das nicht? Nee, geht nicht. Aber das, guck mal, ob das Teil hier, dieser Launcher, auch ein Ding hat. Auto Run nur. Ja, das ist es, glaube ich, nicht. Was sind das für Geräusche? Wer schaut denn da Fernsehen? Ups, das Film wollte ich nicht. Guckst du noch einen anderen Livestream nebenher? Ja, der hier, der ist so stockend. Ich hol's immer noch hart. Mach da mal wieder. Jetzt ist es ja weg. Es ist scheiße laut. Ja. Aber nur einfach. Wir können den Chat nicht mehr verfolgen. Ja. Ja, aber den kann ich jetzt auch hier nicht. Oder warte doch, klar kann ich. So. Nee, das ist nicht der Chat. Was ist denn der Chat? Ach, der ist wieder in der Ding. Scheiße, geht nicht. Alle vier. Scheiße. Geht nicht. Escape was. So, jetzt haben wir wieder. Ja, dann halten wir euch halt nicht während dem Spiel. Ist halt so. Nicht. Ja. Leise, oder? Ja, wenn das Spiel so laut ist, dann verstehen wir die halt nicht. Verstehst du? Ja, ich verstehe es. Oh Mann, Leute. Das ist nichts. Das passiert immer mit dir, Chat. Ach so. Banzai. Da kommt der Türke. Wir haben ein multikulturelles Publikum. Ja, Wahnsinn. Mögen Kommando, hast du noch irgendeine... Außer deutsche Nationalität. Asiatisch. Ja, okay, dann sind es ja trotzdem drei Nationalitäten. Deutsch, ja. Türkisch und... Und Asian. Ich bin Schweiz, da nicht Spaß. Nein, wer hat rote Haare? Die Iren, oder? Ja. Ihre, bist du. Always. Wow! Harter Bass. Junge! Ja, das ist...
Das müssen wir ein bisschen hier dezimieren. Das hört man im ganzen Ort, oder? Spürst du es an meinem Hosenbein? Nee. Ich habe das vorhin gespürt. Bei mir flattert gar nichts. Irgendwas bei ICB habe ich gespürt. Das ist Slenderman, oder? Was ist das? Der Slenderman ist das, der transformiert sich, ne? Boah, der steht da schon, Mann. Da ist nichts. Das war ja gar kein Schockmoment. Aber ich bin trotzdem leichter schockiert. Seht ihr schon was? Ja, ne? Also Phil, nach der toten Seite stirbst du, okay? Nein. Damit nicht dieses eklige Geräusch kommt. Da sind wir mal gespannt. Okay. Aber die muss man auch aufmachen, oder? Ja, so ein gruseliges Geräusch hätte mich ja auch nicht so gestört. Aber wenn es eklig ist, dann stört es schon. Boah! Was? Die Seiten sehen immer was? Ja. Okay. Da ist wieder was. No escape. Ich bin völlig planlos rumgelaufen, blöderweise. Ja, bleibt nichts anderes übrig eigentlich. Du könntest höchstens dich erstmal am Rand versuchen zu orientieren. Kommt die Polizei. Schreibt Lukas schon wieder. Nee, das ist bei uns. Ja, die Polizei kommt jetzt ins Spiel. Sein Bruder wirklich? Hä? Thanks. Das ist mein Bruder. Wolltest du das wissen? Ich hab vorhin gesagt, ich glaube, der Bruder ist die Treppe runtergefahren. Oh, das ist gar nicht so schlimmes Geräusch. Ja, das ist behindert. Ja, aber jetzt. Ich finde es jetzt nicht als störend. Oh, ne? Du bist auch so ein Störenfried. Wortwitz, hä? Ein Störenfried. Dann ist noch so ein großes Dings. Nicht mehr dahin. Der Löwe. War da nicht irgendwas? Ist am Löwen eine Seite? Das ist Linderman. Das Linderman macht gar nichts. Ach so, ja. Der Löwe ist das böse. Das Linderman macht nichts. Es dürstelt mich nach einem Schluck Pepsi Cola. Kurz mal Schleichwerbung gemacht. Moment. So, damit ihr das Logo seht. So, wisst ihr Bescheid. Da ist er ja. Ja. Der schaut voll komisch aus bei dem Slender. Da vorne sind die Effekte voll schlecht gemacht, deswegen mag ich diese dritten Slender-Spiele jetzt eigentlich. Zeigen wir mal nicht. Weil da einfach dieser Schock nicht so überkommt wie im originalen Slender. Wobei wir da eigentlich auch schon abgehärtet sind, also ich glaube, mittlerweile schicken wir da nicht mehr so. Ich schon. Oh, wir haben noch eine Seite. Bam, bam, bam. Hey, das Geräusch ist weg. Ah, ne. Der Flügel für euch. Dann ging's nicht mehr lang. What the fuck? Ich erschreck schon gar nicht mehr. Aber der läuft ja gar nicht. Nicht mal innerlich. Nicht mal innerlich bin ich erschrocken, Fred. Das ist leider. Ich sagte hier, es ist er. Oder S. S. Gut, wo bin ich jetzt? Wir verstehen kein Wort. Ey, wir verstehen dich ganz schlecht. Ey, irgendwas mit siebter Seite habe ich verstanden.
Wir verstehen nichts. Schreib dir dein Ding. Schreib's in den Chat eben. Oder Ding, Mückenkommando, wenn du es verstanden hast, wiederholst du nochmal. Ein bisschen besser. Besser auf jeden Fall. Zwei Sekunden getötet? Er wurde, wo er die Zeit aufgehoben hat, nach zwei Sekunden getötet. Sag's auf. Ach so, okay. Schwer Krankenwagen. Du hast jetzt sechs, gell? Ja, da war ich schon. Sechs ist gut. Ich finde es so lustig, wenn manche Leute einfach sagen, 6. Okay. So 6 haben. 6 wie die Zahl. 6. So sprechen die das aus. Ich spreche beides gleich aus. 6. 6, 6, 6. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen 6 und 6. Ich dachte immer nur, die Schreibweise ist anders. Arschloch! Was, wie im Unterricht? 666. Aber was du gegessen hast, mal am besten. Ja, wir haben das ja schon mal gespielt, ne? Ja, aber es hat mir nicht viel geholfen, ich bin planlos rumgelaufen. Also den Löwen habe ich auf jeden Fall gekannt. Der spielt mir immer. Nee, ich mag diese dritten Länderspiele allgemein nicht. Die sind mir zu billig, weil ich zu hohe Ansprüche habe. Du. Bitte was? Nightmare House. Ja. Kenne ich nicht. Ist das so ein Schwarz-Weiß-Spiel? Ist es so Schwarz-Weiß? Das können wir ja nochmal runterladen eigentlich gerade. Und dann machen wir, glaube ich, auch mal Schluss irgendwann. Ja, lad runter, was du willst. Oh, du stinkst voll. Ich hab echt gedacht, dass die heute mal den Kiel erreichen. Ja, mit Cheaten hier. Ja, was ist das Nightmare House? Ist ja, es... das ist, glaube ich, eine Bastard-Modifikation. Ja, wenn es ein Half-Life-Mod ist, dann geht es nicht. Ja, das war's, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es gab aber auch nur ein, in Anführungszeichen, Standard-Down. Aber ich glaube, wo du das sagst, ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal da drauf, ja. Nightmare House 2. Als Grund Installer. Half-Life 2 Mod, ja. Da ist ein Installer. Ja, das ist die zweite Version. Und die ist nicht gut, oder was? Ja, ich denke, wir müssen erst das mal spielen, ne? Also das zweite ist besser und länger. Ah, dann mach. Ist sehr kurz eigentlich. Installer Exe or Mod Files. Also Exe brauchen wir, oder? Also ich kenn's jetzt eigentlich nur, ich habe halt Half-Life, das kenne ich nur von dem Mod her, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass es auch was alleine gab. Geh mal hoch. Bin jetzt aber nicht sicher. Da. 2010. Da, Installer Exe, da steht's doch. Ja, von wo? Von hier. Kann ich nicht einfach da draufklicken. Ja, dann scroll da runter, schau. MB, Junge. Das ist Nightmare House 2 1.0 Setup.exe. Ja, gell, 330 MB, dann kann es eigentlich nichts gescheit sein. Ich meine, SSD hat auch bloß. Wie viel? 100? 150, wenn es ein Pakt ist. Mhm. Schaut schon mal gut aus hier. Die spiele ich aber dann. Ich würde auch nochmal was spielen. Na klar, hab dich schon mal her. Nee, du kannst es nicht installieren. Nee, ich mach hier nicht die... Pass auf, hinter dir ist die Katze. Oh. Immer aufs Bett. So, ich hab die Katze aus Bett verfrachtet.
kann ich was trinken. Jetzt muss wieder der Spruch kommen, du hast einen heißen Arsch. Nee. Er ist sich zu fein. Der Stuhl ist etwas vorgewärmt. Etwas. Aber. Hab drauf gefurzt. Aber nicht heiß. Riecht immer noch besser als ein Zwiebelatem. Das habe ich dir aber gegeben. Also was dauert denn da so lang? Megabytes. Eine Frage, welche Grafikkarte habt ihr denn? Eine gute. Genau. Eine GTX 780. Ah. Okay. Für Battlefield 4. Er gibt sein ganzes Gehalt für Hardware aus. Arsch, Mann. Ich bin doch gar nicht. Meine Hardware ist eh im Arsch, ich muss mal noch. Machst du nicht, oder? Machst du nicht? Nee, mach ich auch nicht. Ich muss mal noch gucken. Modfiles. Nee, da macht aber nur die Modfiles irgendwie. Ich weiß nicht, ich probier's einfach mal aus. Aber ich konnte jetzt gar keinen Pfad auswählen. Nee, der kopiert es in Steam rein. In meinen Steam-Ordner. Und jetzt? Ja, ohne Half-Life kann ich das nicht spielen, oder? Das ist doch die Standalone. Ja, der kopiert es in den Steam-Ordner rein. Ach so. Ja, das sieht doch schon... Also er hat jetzt verlangt, dass ich Steam starte, dann sollte es angeblich in meiner Liste erscheinen. Da ist doch eins drüber. Nightmare House 2, okay. Es braucht Half-Life, aber ignoriert das Beispiel, das ist ja perfekt. Source SDK willst du installieren. Ja. 4 GB. Ja. Mach mal einfach mal. Dafür, dass der Livestream 1,5 Stunden später angefangen hat. Ja gut, von Steam lädt er das ja schneller runter als das andere, oder? Ja, passt. Aber okay, sind bloß 2,2 GB. Was sind das für Geräusche? Was läuft denn bei dir am Fernsehen? Achso, das war jetzt immer noch der Fernseher vom Mückenkommando. Von Purple Phoenix, musst du sagen. Nee, Phoenix. Purple Phoenix. Ich spreche euch um auch. Warum geht's denn da überhaupt? Okay, jetzt hat irgendwas bei mir, glaube ich, gelangt, oder? Was? Irgendwas hat bei mir gelangt, plötzlich hat alles stillgestanden bis auf den TS-Chat, also Stream. Und ich hab auch nichts mehr gehört. Und so. Nee, es ist alles ganz ruhig. Ja. Nee, ich lade gerade das Source SDK runter. Ja, das ist halt so. Ich glaube, das ist die Plattform für so Sachen. Ach ja, das könnte sein, dass der Stream kurz laggt, weil ich jetzt hier mit Bandbreite ziehe. Aber das ist... Ja, das kann ja nicht sein. Das bleibt gerade flüssig. Ja, okay. Ja, wäre eigentlich auch unlogisch, weil der Stream des Upstream und das andere ist Download, das müsste eigentlich egal sein. Ja. Ja, das ist ein Video eingeschlafen, fertig. Ich glaube auch, ja. Könnten euch... Ich hab jetzt mich selbst gehört. Was hast du? Hä? Wenn ich fertig bin mit Regen... Höre ich das erst bei euch durch eure Boxen wieder bei mir im Test? Ja, das ist normal, weil wir hören dich aus unseren Lautsprechern und das Mikrofon bei uns ist ja auf Dauersenden, deswegen wirst du dann quasi selber an dich übertragen.
Das ist halt so die einzige Lösung. Das ist schon sage, weil das klingt irgendwie so als... Hey, hört mich ja später. Der Workaround wäre höchstens, dass wir beide mit Kopfhörer eben noch. Aber dann würden wir uns noch intensiver selber hören. Okay. Oder nehmen wir, würden wir nicht. Wir würden dasselbe hören, was jetzt aus dem Lastwagen reinkommt. Genau. Das wäre eigentlich besser, ne? Ne, aber dann würdet ihr keinen Game-Sound hören. Ha. Ne, also wenn ihr den Mikrofon, ja, mein, wenn ihr das Mikrofon einfach ansteckt und Kopfhörer benutzt, dann ist alles okay. Ja, aber dann habt ihr keinen Game-Sound. Außer... Oh, ja, genau. Außer, ich würde den Game-Sound an den Livestream senden, dann hättet ihr den verzögerten Livestream mit dem verzögerten Bild, aber dem richtigen Ton vom Spiel dazu, wenigstens. Kompliziert. Das wäre eine Option fürs nächste Mal. In der Braut hat ja eh nichts hingehauen. Nichts. War doch lustig. Was kommt schon mit den 770er? 80 hat er. 80? Ah, also 560er. Hatte davor eine 570er. Damit konnte ich Battlefield 4 so auf Mittel halbwegs flüssig spielen. Ja, ich muss eben mal aufrüsten. Ist, glaube ich, irgendwas dran kaputt. Mal gucken, ob ich dann noch was. Oder mal neu installieren. Oder mal ausschalten, wieder einschalten. Nee, nicht am Spiel an. Überhaupt an der Hardware. Ich bin da letztens so leck. Das ist mir feierlich. Ja. Du hast deine Pepsi vergessen. Meine Pepsi-Cola. Haben wir eigentlich nur Zuschauer in Deutschland? Oder schauen uns auch welche aus dem Ausland? Ja, auch aus Japan, ne? Das war jetzt fies, aber lustig. Oh Mann. Das wissen wir doch. Das war lustig. Ja. Schau, alle haben gelacht. War doch gut. Na, haben wir's bald. Zwei Gigabytes. Giga. Zieht's. Ja, ich habe mich gerade selber gehört. Oder? Nee. So viel redest du nicht. Blablabla. So, SDKs, fertig. Gute Internetleitung. Ja. Deswegen machen wir die Videos auch hier. Was hast du, DSL Lite? Nein. Nicht mehr. Ich hab Bambus. Das ist ja besser. Brieftauben werden schneller als DSL Lite, glaube ich. Die so Lochkarten bringen. Wo auf einer Lochkarte vielleicht so, sagen wir mal, weiß nicht, 10 Bytes oder so. Wir haben in der Arbeit letztens ernsthaft Lochkarten gefunden, Junge. Ja, die krass. Haben da wirklich mit gearbeitet. Ich dachte, da hat man nie mit effektiv gearbeitet. So, Nightmare House 2 spielen. Schau mal, ob es jetzt geht. Oh Gott, ist es laut. Wow! Das hat gewackelt, du. Und jetzt? Unable to load surface prop file. Irgendein Manifest fehlt. Engine Error. Leute? Was? Engine Error steht da. Engine Error? Unable to load surface prop file. Ja, okay. Es geht nicht. Ja, es kann gut sein, dass du trotzdem Half-Life dafür brauchst. Ich kann es auch nur mit der Mod, aber ich hab Elmo halt nur einmal gerettet. Ja, ich hab doch jetzt das Source SDK extra runtergeladen. Ja, das ist ja aber nur die Verbindung dafür. Du brauchst wahrscheinlich trotzdem immer noch die Half-Life-Daten. Ah, das ist ja scheiße. Ich kenne mich
ich ja jetzt nicht 100% jünger da ist. Das ist ja blöd, ja, was machen wir jetzt? Schlusswort. Contaminant. Ja, das wird 4 Stunden live. Naja. Nee, 3. Zu halt. Oder 3, ne? Nee, 3 wären es ursprünglich gewesen, aber wenn wir 5 gestartet hätten. Ungefähr 1 Stunde 20 Minuten. Ja, also so lange funktioniert der Livestream, sagen wir so. Ich könnte höchstens anbieten, dass wir noch eine Runde normale Sender spielen. Warte mal ganz kurz. Japan ist bestes. Ich bei Steam adden. Was? Steam? Bei Steam. Sie will ich bei Steam adden. Mich? Alle. Alle? Ihr wollt mich alle bei Steam adden? Ich hab dich fest. Das könnt ihr machen. Ich heiße nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, ich mittlerweile eigentlich auch kaum noch. Ich spiele ab und zu noch Borderlands, aber... Eins oder zwei? Zwei. Ja. Und naja, wir können mich ja trotzdem mal adden. Oder Feeling HD. So. Weiß nicht, worunter ihr mich schneller findet. Moment, ich muss mal meine Freundesliste anmachen. So, Fred, wo bist du? Ich hab dich geblockt, Junge. Echt? Ja, da bin ich wirklich. Ja. Das war jetzt einmal vor 8 Tagen und du hast meine... Ja, ich kann das nicht anheben. Da kommt dann... Ich muss dann mich da irgendwie nochmal anmelden oder so. Keine Ahnung, im Portal. Ja, aber dann mach halt. Da ich Steam nicht benutze... Ja, und? Ist mir doch egal, ich will dich da als Freund haben. Du willst wieder, dass deine Freundeszahl hochgeht. Brauchst du den Fame, hä? Ja, bei Steam jetzt nicht unbedingt. Nee, ich benutze Steam nicht. Ich hasse Steam eigentlich. Nicht so sehr wie Origin. Ja, Origin ist scheiße. Ja, Origin habe ich nur, damit ich Battlefield spielen kann. Das ist nur für Mass Effect und Battlefield. Ja. Scheiße, EA. Ja, aber wirklich. Bei Battlefield 4 kannst du dir doch so Emblems machen, ne? Aha. Und da habe ich ein EA-Logo, das dann so rot durchgestrichen ist. Also das kann ich euch ja zeigen, das seht ihr jetzt im Livestream. Das ist so gut. Soldier, da ist mein Emblem. Customize, damit ihr es voll seht. So schaut das okay, aus. Moment mal, warum bin ich bei Steam offline? Bei euch jedenfalls noch. Ist Alex wohl auch da? Nein, ne? Schon lange nicht mehr. Der Alex... Der ist schon eine Stunde oder so weg. Ja, nein, eine Stunde. Ich steh alles mit hier. Lustig voll. Jetzt bist du online. Du musst da annehmen. Ah, annehmen, genau, stimmt. Da war ja was. Ja, das ist mein Emblem. Oder ich habe auch... Kennt ihr den hier? Wie wenig? Ja, 10 Sekunden. Tick-tack, tick-tack. Immer noch nicht? Immer noch nicht. Ah, doch. Der Dolan. Dolan. Und den finde ich auch gut. In 10 Sekunden seht ihr es. Na, ich mach mal wieder hier das andere und dann fertig. Safe. Safe, Junge. Steuerung 0 drücken. Steuerung 0? Dann ist es ursprünglich. Ja, so ist es, so war es ursprünglich. Ich habe schon richtig zurückgestellt. Okay. Dann machen wir mal hier Sender. Ne? Kleines Ründchen zum Abschluss. Ja, mach einfach. Sender 097. Oh, gibt's eine neue Version? Die 8 Pages.
Sollen wir uns da wie früher die Map aufmachen? Jetzt kann ich es ja verraten. Wir hatten immer auf dem Immer, nee, bei den letzten paar Spielen. Immer auf dem zweiten Monitor die Map offen. Ja gut, seit wir aufgenommen haben vielleicht. Ja. Ja. Wobei ich glaube, in den letzten Livestream haben wir auch blöd gespielt. Ja, wir haben eine vernünftige Map gehabt. Ja, genau. Hab ich immer noch. Wir haben es trotzdem nicht geschafft. Sie also meinst du diese Map bei Google? Ja, ja. Ja, Slender Map, das erste, glaube ich. Ja, die da, die haben wir gehabt. Wo unten noch so Tipps stehen. Aber ja, die Tipps waren egal. Mach die mal rüber, dann. Nee, wir spielen ohne. Oder? Ach, scheiß drauf. Okay. Fantastic, 1080p. Play. Wir wussten es ja eigentlich auswendig, wo wir es damals gespielt haben. Ja, aber wir haben es immer trotzdem verkackt. Oh, ich muss hier den Sound noch. Habt ihr extra das einmal durchgespielt? Nee, eben nicht, Mann. Nein. Voll peinlich. Und da passiert eigentlich nicht viel. Ja, trotzdem. Ja, ich glaube, es wird ein Tag, oder? Oder? Nix für. Ja. Toll. Und das Wenderman kommt dann trotzdem. Ja, aber es ist übersichtlicher. Und wenn man einmal nochmal eine Karte gewonnen hat, kommt dann doch der Xbox und den kenne ich nicht. Spiel einfach mal. Spiel einfach mal. Es geht los, Mann. Du kannst klicken. Ach ja, alternative Lichtquellen soll es doch geben, oder? Habe ich mal was zugelesen. Dass wenn du es einmal durchgespielt hast, dann kannst du entweder eine Dynamo-Taschenlampe haben, die, die leuchtet unendlich lang, also solange du halt drückst, aber das verbraucht Stamina. Und ein Knicklicht, das permanent leuchtet, aber eben schwächer als die Taschenlampe. Du hast unseren Chat verdeckt. Ja, beides ist schlecht. Und ich glaube, du kannst schon auf dem Gamer umschalten, also dass er da tagsüber spielt. Aber das hat nichts mit dem Durchspielen dann zu tun, oder? Doch, das wird dann freigeschaltet. Ach so. Das ist die dritte Option. Ach also so. Von den zwei Taschenlampen oder du spielst tagsüber, weil ja hinter den Bäumen ist es immer noch so dunkel oder so komisch. Okay. Interessant. Also der Klassiker zuerst ins Haus. Wer schreibt denn da was? Er hat jetzt hier das Teamspeak-Fenster verdeckt. Ja, rate mal, der hier immer schreibt. Yuka? Was willst du denn? Ich habe gerade aus Versehen meine komplette Stamina verbraucht. Ich will $20. $20? So viel habe ich gar nicht. Das Slenderman will auch $20. Das Slenderman will nur nach Ding fragen, nach Kleingeld. Ne, ich stand noch in dieser Hülle. Don't give him $20. Ja. Ach so, okay. Bin ich der Einzige, bei jemandem das Spiel nicht sieht? Ah, das hatten wir jetzt, glaube ich, das letzte Mal auch. Scheiße, ja. Das funktioniert nicht, oder? Ja, das ist hier nicht. Ich könnte höchstens Windows spielen. Genau. Ja. Alt-End. Ich muss es... Hättest nur Alt-Enter machen müssen. Wäre es dann auch aus gewesen? Denke. Naja. Jetzt kannst du wenigstens hier... Das hat ja hier noch Platz hier. Rechts, links. Oder so. Kann sich aber meine Netzwerkauslastung nicht. So. Windows. Play. Ja. Jetzt müssen wir das hier irgendwie noch fixieren können. Na, besser so geht's nicht. Start. Mach mal das Licht aus, bitte. In dem Fernseher. Achso. Was ist denn bitte der $20-Mode? Das ist so ein Mode, das heißt, wenn der kommt, kommt nicht dieses Rauschen, sondern dann kommt, das ist irgend so ein Lied und dann singt er immer Give me $20, also wenn das Sender kommt. Ah, und dann ist es eine Anspielung darauf an dem Arrival, don't give him $20. Wahrscheinlich. Jetzt sieht er was, oder? Seht ihr was?
Also bei uns sieht man da was so ein bisschen. Richtig schwarz. Wäre voll epic, wenn ihr gewinnen würdet. Ja, aber kommt es jetzt im Stream an, das Bild von Slender? Ah ja, 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 jetzt kommt's. Okay. Das ist gut. Das ist schön. Das ist wunderschön. Wer hat es gesagt? Der Uli Hoeneß. Nee, der andere. Bei Switch. Doch, Uli Hoeneß. Nee, das war auch so ein TV Total Nippel. Das ist schön. Das ist wunderschön. Wir sprechen so. Wer ist denn der? Der mit dem der Bundestrainer war. Der Yogi. Ach, der war. Okay, Klinsmann, ja. Nee, der mit den schwarzen Haaren. Der Yogi, der ist noch. Der ist noch, ja. Der ist noch. Du bist echt gut informiert, muss ich schon sagen. Ja, dann ist aber wieder, oder? Nein. Der ist schon seit 2007. Ach so. Ich dachte, wir spielen jetzt sogar nächstens gegen die USA. Das ist der Klinsmann gerade Trainer. Ja. Ja, Entschuldigung, ich interessiere mich nicht so für Fußball. Er ist einfach so allgemein. Eben. Spielt ihr Quizduell? Auf iPhone oder Android-Handys? Nee. Da gibt es ein Quizduell, da kann man sich mit Wissensfragen duellieren. Oh mein Gott. Das ist ziemlich lustig eigentlich. Zeit für ein Duell. Das ist Allgemeinwissen, Leute. Ah, ich habe sie gefunden. Don't look old, text US geht los. Ich benutze mein Smartphone kaum. Nicht. Dann bist du eine Ausnahme in Deutschland. Bergloch. Das ist eine Ausnahme, ich war kein Leck. Luca. Warum das? Sie benutzt ihr Smartphone kaum. Ist ja eben okay. Das kommt noch. Meine Schwester ist ja die Obertusse. Die hängt nur an ihrem Smartphone. Und beim Essen liegt es neben ihr auf dem Tisch quasi. Dass ja nichts verpasst, wenn jemand was schreibt. Das ist echt nicht mehr feierlich. Wenn man kaum Freunde hat, braucht man das Smartphone kaum. Ja, und das Smartphone dabei, wie schrecklich. Es ist ein bisschen doppelseitig. Wenn man kaum Freunde hat, und da war jetzt keine Seite. Ja gut, auf dem Smartphone könnte man auch spielen. Ah, das ist langweilig. Ja, auf dem Tablet. Ja, Spaß. Ah, wieder eine Seite gefunden. Also ich habe jetzt Haus, an den Containern war keiner. Und Seite, an den Steinen. Wo gehen wir hin? Links, rechts? Zum Turm. Wo ist denn der Weg? Aber warum hast du dann ein Smartphone? Das ist die große Frage. Ach so. Wo geht ihr denn hier zum Turm? Hallo, bitte, Turm. Zum Telefonieren kann man auch so einen Nokia klotzen. Das darf man allerdings nur mit einem Waffenteil nehmen. Ich muss noch ein bisschen Stamina regeneraten. Ja, Stehbleiben ist glaube ich gerade nicht so gut. Ja, stimmt, Smartphone ist schon besser zu bedienen. Man soll aber nicht ja, stehen bleiben. Oh, was wo? Technologisch gesehen. Wow, wo denn? What? What? Alter, Vater und Hosenbein auch so? Nein, Mann! Auf zu furzen. Wo gehe ich jetzt lang? Wo bin ich jetzt überhaupt?
Da geht's zum Ding, glaube ich. Zum Haus. Oh nein, 7:45, ich muss ins Bett. Oh je. San München kam schon vor einer Stunde. Dort kommt Sportakus. Was kommt heute? Dort kommt Sportakus mit seinem Zeppelin. Sportakus. Der macht dir Beine. Soll ich mal ein bisschen lauter und lass die Maus los? Aber das seht ihr kaum, oder? Ja, ihr seht sie eh erst später. Wie viele Seiten haben wir? Weiß ich nicht. Seite habe ich jetzt vom Baum. Kann sie sehen. Ja, ich hab gerade die Seite aufgenommen. Du nervst. Als ich es gesagt habe. Du nervst. Immer nervst. Immer noch nicht. Junge, wie viele Seite war das jetzt überhaupt? Die Fälle? Moment, das kann ich. Weiß ich nicht, sagen. Aber wir haben gerade einen berechtigten Beitrag. Das kommt alles auf YouTube. Wir spielen gerade wie viele Stunden? Also eineinhalb oder so. Ja, passt doch. Na gut. Ja, ungefähr. Ja, das kommt alles auf YouTube, sagt er. Ja, ich hey, da auf der Seite war die Seite noch nie. Boah, der stand da ganz nah. Was ist das? Ist das HDP? Keine Ahnung, was meinst du? Hey, hat schon gehört, natürlich. Ja, gell, ich hab's auch gehört. Hä? So, wiii! Hab ich nicht gehört. Nee. Bist du mit dem Stuhl drüber gefahren? Oder wir haben den Blitz verloren. Ah. Ich also ich habe echt nichts wahrgenommen, was irgendwie nach V klang. Ich habe nur dieses Düng, dieses Sound, wenn der Slenderman halt kommt. Ich konnte es nicht klar zuordnen, aber es war sowas, so ein Quietschen oder so. Wii. Ja, sowas. So, und 6 Seiten. Wow. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier muss. Ich glaube, da geht's zum Tunnel jetzt demnächst. Juka war es nicht. Alter, wo ist der Tunnel? Alter, der Nebel wird so dicht. Ah! Ich hab nicht hingeschaut. Ich muss doch irgendwo da gewesen sein jetzt, oder? Da waren wir, danach waren wir da. Wer hätte jetzt schon gekommen müssen? Und die beiden haben gefehlt. Das ist ein krasser Lag, weil wir sind schon tot. Ja. Die 6. Seite gerade mal, hallo? Na gut, mehr als 6 hatten wir ja nicht. Ja, aber bei ihm haben wir sie gerade gefunden. Ja. Was wieder? Muss man sich ab 5 Seiten muss man sich umdrehen, wenn dieses Piano-Geräusch kommt, kriegt was? Kriegt man einen kleinen Speed-Bonus und man kann schneller springen. Schmarrn, echt? Ja doch, wenn du den siehst und dieses Geräusch kommt, dann kannst du für kurze Zeit immer schneller springen. Adrenalin, hä? Ja. Adrenalin und so. Ich glaube, es dauert dann noch länger, bis du dich wieder regenerierst, oder? Also was wir jetzt nicht gemacht haben, dass wir absichtlich Abstand gewinnen. Also dass wir zwischen den Baum halt. Das ist Slenderman, wenn der Slenderman in unserem Sichtfeld ist, aber hinter einem Baum, dann bewegt er sich nicht weiter. Und so kann man dann, wenn man rückwärts Abstand gewinnen. Genau, aber dann teleportiert er sich. Irgendwann, ja, ab einem gewissen Abstand. Ja. Du hast dich geportet, Junge. Ja gut, dann hätte ich gesagt, war's das für heute. Ja, ab 7 wird's schlimm. Ja, mehr als 7 haben wir auch bis jetzt nicht geschafft. Nee, 8 ist ja die maximale Anzahl. Ja. Genau, heute war es 8. 6. Fast. Ja gut. Ja, so schade, dass es nicht von Anfang an so geklappt hat. Es tut uns wirklich leid. Aber
Wir hoffen, ihr hattet trotzdem etwas Spaß. Ja, auf jeden Fall. Na, das ist die Hauptsache. Ja gut, dann schauen wir mal, dass wir halt möglichst bald wieder, ich denke so im Januar, nochmal, probieren wir dann nochmal. Ein Wiedergutmachungs-Livestream. Ja, und dann funktioniert es wahrscheinlich wieder nicht. Okay, wenn es wieder nicht funktioniert, wissen wir, dass es dann auf YouTube wieder auslagern müssen. Und dann mit dem Wiedergutmachungs-Livestream für den Wiedergutmachungs-Livestream. Scheiße. Jo. Ja gut, dann ist dann erstmal bis zum nächsten Wochenende wieder Stille, ne? Denke ich mal. Bis das nächste SCP-Gameplay kommt. Ich werde dann, ich werde mal gucken, ob ich den Livestream heute noch hochlade. Aber an sich möchte ich jetzt schon sehen, wie wir bei SCP erschrocken sind. War doch bei SCP. Bei SCP, ne? Ja. Ja. Ich wurde 069 von hinten kam. 96. Von 096. Da kam volle Kanne von hinten. Da will ich sehen, wie ich mit meiner heißeren Stimme geschrien habe. Nee, Yuka, der, das haben wir vorhin ja schon mal gesagt, der kann ja von überall kommen, weil den hatten wir schon mal, der war ja da hinter uns her, wir sind geflohen und dann waren wir in diesem Office-Trakt und dann hat man gesehen, wie so eine Tür aufging und da war so ein roter Raum, was eigentlich eine Sackgasse ist und da kam der halt raus. Ja gut, es ist eigentlich so, normalerweise kriegt er dich ja immer, weil ja. Er sämtliche Türen und so öffnen kann, aber wenn er so, du möchtest ihn eigentlich abhängen, wenn du zum Beispiel über einen Fahrstuhl gehst, aber das Spiel lässt das nicht zu, also ist es eigentlich schon ein Bug. Hm. Weil das Spiel sagt, du kannst ihn nicht entkommen, aber man könnte es durch zum Beispiel einen Aufzug, weil er kann gerne Aufzug fahren. Weiß man's? Türen öffnen kann er? Ja, aufreißen. Ninetailed Fox. Jetzt sieht man das Teamspeak-Fenster im Livestream, oder? Ja. Ja. Ja gut, Leute, dann verabschieden wir uns für heute. War schön, dass ihr dabei wart. Ja, war echt gut heute. War echt gut. Ja, als es dann lief. Als es lief, muss man hinzufügen. Und dann, wir wollen uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ja. Und dann auch, wenn auch mehr Leute mit Voice Chat dabei sind. Das wäre dann noch cooler. Ja, Mann. Yuka, hol dir ein Mikrofon. Ich hab ein Mikrofon, Mann. Gibt's bei Mediamarkt für 3 Euro, glaube ich. Einfache iPhone-Kopfhörer tut's auch. Ne, die kannst du aber, glaube ich, nicht am PC anschließen, oder? Oder nee, es gibt eine App, oder? Für TeamSpeak. Ja, TeamSpeak App gibt es auch, aber bei iPhone kostet es doch nur ein kleiner Rate oder so. Ach, Apple ist gut. Was hast du für ein Handy? iPhone. Ich hab ein Samsung S3. Hat meine Schwester auch. War schon Samsung. Ja. Und schimpft er voll drumherum. Ich hatte ja das iPhone 3G, so ziemlich als es rauskam, habe ich mir geholt. Das war ja das erste Massen-iPhone sozusagen. Und das hatte ich dann 3 Jahre lang, bis das 4S rauskam. Das 4S habe ich mir dann geholt. Und ich hatte echt 3 Jahre lang keine Probleme mit meinem 3G. Und das habe ich dann meiner Schwester gegeben. Und meine Schwester hat 2 Wochen gebraucht, bis es runterschmeißen Displaybruch hatte. Und ich hab's 3 Jahre lang gehabt. Und bei mir war nichts. Und das sah noch fast aus wie neu. Also das Glas war super, aber die Rückseite, das war ja Plastik, da hat es halt so ein paar Stellen gehabt, so wo Kratzer drauf waren, aber top. Das kommt ins Guinness Buch der Rekorde. Da kannst du jetzt ein iPhone verstellen. Ja gut, da gibt es ja dann auch Leute, die es absichtlich machen. Das ist aber es geht ja dann darum, wer es am schnellsten unabsichtlich kaputt macht. Will it blend? Ja. Will it blend? That is the question. Ja gut, Leute, wir wollen uns jetzt nicht mehr weiter rauszögern. Ja, der Livestream läuft ja noch. Ja, ja. Ja. Ja, hoffe ich. Ja doch, müsste laufen, ja. Das wird auch auf YouTube hochgeladen. Ja. Haben wir doch so vereinbart. Ustream hier. Ja.
Wie groß ist denn das? 0 Bytes, Junge. Ich hoffe, dass der nimmt das wirklich auf. Gut. Hoffe ich. Also da zeigt er mir hier eine 0 Byte Datei an. Aber ich glaube. Ja, hoffen wir es mal. Dann bis zum nächsten Mal, wir Leute. Wir wünschen euch schöne Weihnachten. Stopp, was? Ja, bitte? Ich wollte nur sagen, wenn ihr das nächste Mal ein Double-Chest-Match spielt, denkt dran, ihr müsst geradeaus gehen, immer am Anfang. Ja, spielen wir die nochmal? Wir haben die jetzt schon so oft durchgekaut, aber... Im Livestream, oder? Im Livestream? Wenn ihr es wollt. Ja, das können wir uns eigentlich für den nächsten Livestream aufheben. Dann kannst du uns wieder navigieren und so, das fand ich gut. Ja, dann hätten wir auf jeden Fall aber ohne Konsole-Commands, wenn dann. Dann spiele ich nämlich und ich mache keine Konsole-Commands. Ich probiere eine Stunde lang, bis wir die Omnicard haben, ich sag's dir. Hat's Ding gemacht. Das war jetzt aber echt. Geht base easy. Angeber. Ja, genau, also du wolltest noch frohe Weihnachten wünschen, ich natürlich auch. Guten Rutsch. Ja, genau. Wobei vor... Ja, wir sehen uns eigentlich nochmal, lass mal gucken. Zwischen Weihnachten und Silvester kommt noch eine Folge. Ja, ich denke mal so, dass wir am Wochenende so bestimmt nochmal eine drehen können und dann am 29. laden wir sie dann wahrscheinlich wieder hoch. Eine letzte SCP-Folge für dieses Jahr. Ja, das passt schon. Dann habt ihr was. Ja. Weihnachtsgeschenke für den Verfang. Jo. Ja, dann machen wir vielleicht noch so ein spezielles Intro mit Weihnachtsmusik und wo dann so Schnee. Und so einem 173 mit Weihnachtsmütze und Bart. Jo. Aber okay, das wird dann schon schwerer. Aber die Weihnachtsmusik und die Schneeflocken kriege ich noch hin. Müssen wir gucken. Lass uns mal was einfallen. Also, bis dann, Leute, ne? Jo, ciao. Ciao. Ciao.